Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist eine schlimme Sache. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Immer wieder das Gleiche. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das will doch keiner wissen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Du willst doch weiterleben, oder? Wenn du mich angreifst, wird man dich hängen. Ich habe mächtige Freunde, also wage es nicht, Hand an mich zu legen. Jetzt raus hier, oder ich rufe die Wachen! Na warte, du Mistkerl! Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer bist du? Ich bin Larius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du hier also verantwortlich. Zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando
Jedenfalls, solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die die Stadt betreffen. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Deine Taten würden einem der unsrigen zur Ehre gereichen. Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Gut, du hast bewiesen, dass du den Mut, das Können und das Gewissen hast, Innos zu dienen. Deine Taten sind Zeugnis deines reinen Herzens. Wenn es dein Wunsch ist, dann werde ich dich in unserem Orden willkommen heißen. Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Viele Männer sind diesen Weg gegangen und haben im Namen Innos ihr Leben gelassen. Schwörst du ihren Tod durch deine Taten zu ehren und Innos Ruhm zu verkünden? Ich schwöre. Dann sollst du von nun an Mitglied sein in unserer Gemeinschaft. Hiermit ernenne ich dich zu einem Streiter Innos. Ich übergebe dir die Waffen und Rüstung eines Ritters. Trage sie mit Stolz, Ritter. Von nun an hast du Kraft deines Ranges Zugang zum Kloster. Den Gebrauch unserer Magie wird dich Albrecht lehren. Sprich am besten einfach mit ihm. Und selbstverständlich stehen dir nun auch unsere Quartiere in der Oberstadt zur Verfügung. Ist das wirklich wahr? Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist eine schlimme Sache. Meine Meinung will ja keiner hören. Aufpassen, was man so rum erzählt. Das weiß doch inzwischen jeder. Er sollte lieber den Mund halten. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Da muss man auch mal zuhören. Schlimme Zeiten sind das. Ich hab mir das schon gedacht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich glaube da nicht dran. Du bist jetzt also ein Paladin. Gratuliere. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass du nicht lange bei der Miliz bleiben würdest. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Du unterstehst ab jetzt direkt Lord Hagen. Wende dich an ihn. Thank you.
Und es wird noch viel schlimmer. Das habe ich schon immer gesagt. Ich glaube da nicht dran. Ich habe was anderes gehört. Wer sagt denn sowas? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Selbst wissen können. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst.
Das hätte er auch selbst wissen können. Er hat auf die falschen Leute gehört. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ich bin ganz deiner Meinung. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Das ist eine schlimme Sache. Das will doch keiner wissen. Das war doch schon vorher klar. Das hätte er auch selbst wissen können. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Was zum Teufel willst du schon wieder von mir? Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck liegen sehen. Habe ich früher auch immer. Der ist gerannt, als ob Billy hatte das nicht mehr. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja noch mal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich habe was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Das kann ja nicht ewig. Ich habe so einiges gehört. Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Meine Meinung will ja keiner hören. Das höre ich zum ersten Mal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht mehr hören. Ich wäre mir da nicht so sicher. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht übergehen. Das kann ja nicht ewig sein. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Glaubst du wirklich daran? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Mir hatte das nicht. Davon lasse ich lieber die Finger. Das war doch schon vorher klar. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab was anderes gewusst. Das hat er wirklich nicht verdient. Das hat er doch vorher gewusst. Von mir erfährt keiner. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Meinst du, mir geht es besser? Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erst mal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Daran wird sich nie etwas ändern. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun.
Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ich werde mich da nicht einmischen. Das war doch schon vorher klar. Meinst du, mir geht es besser? Ich hab da meine eigene Meinung. Das war doch klar. Das habe ich früher auch gemacht. Brauchst du das nicht zu sehen? Das ist eine schlimme Sache. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich glaube ja nicht. Von mir erfährt keiner was. Ich hab mir das schon gedacht. Gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein.